So, Freunde, wir sind am Start mit einem kleinen Exoten heute. Und erstmal herzlich willkommen zurück. Der Stritzwagen 103B heute. Und ich muss gleich von vorneweg sagen, das ist nicht jedermanns Panzer. Ist wirklich schwierig zu spielen selber. Aber wenn man es spielen kann, ist das eine Macht. Weil der ist wirklich böse in den meisten Situationen, wenn man damit umgehen kann. Panzerungstechnisch können wir uns gleich mal angucken. Ihr seht, 5 bis 60 mm werden maximal angezeigt. Das klingt jetzt eher mau. Aber die Winkel, die der hat, durch diese Keilförmigkeit und dieses Heatgitter vorne dran, das macht es zu einem richtigen Panzerungsmonster, wenn man es richtig anstellt. Also, da haben viele Gegner ihre Probleme. Und frontal ist dann wirklich, denke, Polar kann man. Frontal pennen, das ist kein Problem, aber frontal sonst wird echt kritisch, den zu machen. Seite ist natürlich geschenkt, da brauchen wir nicht drüber reden, genau wie das Heck. Da ist nicht viel. Aber frontal macht er dann schon echt viel her. 50 km/h Topspeed ist auch wirklich angenehm, sich mit dem dann zu verlegen. Und wenn wir uns die Kanone jetzt anschauen, 308 Pen auf der Standard-APCR. 350 auf der Premium. 390 Alpha, denke ich mal normal, so kennt jeder. 53 Pen auf der HE mit 480 Alpha. Ich habe bei dem sogar mal ein paar HE dabei, weil man nie weiß, was man ausgraben muss oder mal tracken muss oder so. Also ich habe bei dem wirklich mal was dabei. 7,5 Schuss in der Minute. Ich habe jetzt einen Reload von 6, irgendwas. Genau, ich sehe es gerade nicht aus dem Kopf, tut mir leid. Geht auf jeden Fall als richtiges DBM-Monster durch, wenn er einmal steht. Zielerfassung 3, Genauigkeit 0,3,0, wird jetzt hier angezeigt, aber im Sage-Mode verhält er sich ganz anders. Also das sind jetzt die Werte, wie er im Fahren halt ist. Weil im Sage-Mode ist er richtig Präzisionswunder auch. Ja, und mein Setup so 28-17-5 von der Munitionsverteilung. Schere Tarnnetz Standard mit Ansetzer noch, um den Reload zu boosten. Rationen, kleines Rap-Kit, kleines Med-Kit. Denke ich mal, ist jedem so geläufig bei so einem Panzer dann, oder kann ich nur empfehlen zumindest, wenn ihn noch jemand nicht gespielt hat oder dorthin will. Meine Crew, seht ihr, die ist ja noch in der Ausbildung auf jeden Fall. Tarnungsskills habe ich schon einige drauf, Reparatur, Waffenbrüder, Sechster Sinn, Standard so, was man braucht bei dem auf jeden Fall. Ja, und dann stellt man sich einfach irgendwo ins Gebüsch und wartet auf seine Gegner, ne? Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal in die Runden rein. So, Freunde, wir sind auf Fjorde gelandet, aber leider auf der falschen Seite. Ja, ich war auf jeden Fall nach rechts fahren. Ich meine, wir könnten auch uns im unteren Teil vercampen. Aber da habe ich jetzt nicht so wirklich die Lust drauf. Wir haben eine kleine 10er-Lobby, sehe ich gerade. Können wir eigentlich frontal auch ganz gut mitkämpfen. Wenn man mit dem Stritzwagen zurechtkommt, ist ja jetzt nicht gerade der einfachste Panzer zum Spielen. Also man muss schon wegen des Handling dafür mitentwickeln, so mit der starren Kanone und dem Chassis. Weil er hat ja nicht mal einen Richtwinkel. Hier oben kommt auf jeden Fall nichts groß mit. Das ist auf jeden Fall scheiße, wenn wir das mal so ehrlich sagen müssen. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn bei uns hier noch mit? Ein Zendu 7.1. Das habe ich hier, glaube ich, die Auffahrt ein bisschen. Ne, ich schaff's doch noch hoch. Aber jetzt wird es halt gleich richtig eklig. Ich mache jetzt schon mal den Siege-Mode bereit. Da unten steht auch schon eine IS-7, die richtig Bock hat. Da können wir eigentlich schon anfangen, die abzuformen. Irgendwas schießt noch von dahinter auf uns. Muss halt aufpassen wegen der Arti. Die macht halt schnell Kleinholz aus uns. Der Zendu, der wird es hier nicht lange halten eigentlich. Ja, hier kommt immer mehr.
Meine DPM ist halt auch nur begrenzt. So, RBRT regelt. Und der Zendu, der lässt mich jetzt hier wohl sterben, oder was? Ey, Kollege, das ist jetzt aber nicht so cool, Mann. Und den Ton zu sagen, hier abzuhauen. Ich könnte mich ja weiter rechts aufbauen noch. Kein großes Spielfeld hat. Okay, den habe ich gebounced, der war uncool. Aber das Objekt für 16, das ist sehr mutig. Ja, ich track ihn natürlich nur. Als erstes will ich aber echt die E7 eigentlich raus haben, weil der mich overmatchen kann. Jetzt bräuchte ich dann doch mal Hilfe von dem Zendu. Oh, Alter, Mann, Zendu, was wird's denn, wenn's fertig ist, ey? Mann, dass er ihn auch nicht tracken kann, Alter, es ist... So ein dämlicher Trottel. Alter Schwede. Was für ein Krampf. So, jetzt dürfen wir vor. Wow! Alter. Das allzeit gemeine Viereck. Und hier steht noch ein Zendua X. Ich krieg eine Macke. RBRT, mein Freund. Die Arti lädt noch ein bisschen nach. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen hier. Alter. Jetzt habe ich fast gedacht, der fährt in unsere Richtung. Deswegen wollte ich mich fast aufbauen jetzt. Ah ja, ja. Träum mal weiter, mein Freund. RBRT einfach. Mitten beim Aufbauen. Kein Problem für den Stritzwagen. Ah, richtig noch gedreht. Die ISM over. Ja! What the heck, Alter. Aber wir konnten ganz gut aggressiv hier mitspielen und die Stellung halten, zu zweit gegen die dort. Ich denke mal, das sollte. Ja, der T100 Light. Der, obwohl, ne, warte mal. Der Heavy ist da am nahesten, der Chieftain. Ja, das sollte den E4 eigentlich hinbekommen alleine. Wenn man immer wegen noch zurückfährt und dann nur Huldown steht als Chieftain, ich würde jetzt da nicht stehen bleiben, ehrlich gesagt. Aber soll er machen. Oh, er kann froh sein, dass seine DPM krasser ist. Ja. Das war jetzt einfach mal... Heavy TD vom Feinsten. Aber ich glaube, die E7 hat auch nur mit Auto-Aim geschossen. Das war ja grausig von ihr. So, 14 Schuss haben wir abgegeben, 12 haben wir gepennt, 3900 Schaden gemacht, 3500 haben wir abgewehrt. Das ist auf jeden Fall ganz nett so, wenn man den schön aggressiv spielt. Was sehr schwierig ist, finde ich. Also war jetzt gerade nicht so einfach für mich. Mit dieser starren Kanone, mit dem Tiger 2, das war schon...
Ja, aber ich würde sagen, war ganz zufriedenstellend auf jeden Fall. Und wir gehen in die nächste Runde. Oh, fast hier erstmal. So, Freunde, wir sind in der nächsten Runde. Overlord Team Zerstörung. Und das ist so eine Karte, die ist mega beschissen, finde ich eigentlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich mir jetzt am besten hinstellen soll. Ich würde jetzt hier da rechts hinten probieren. Und gucken, dass ich irgendwie snipen kann. Hier komme ich, glaube ich, nicht alleine hoch. Naja, hier müsste mich jemand hochschieben. Schade. Ja, weil wenn unser Team jetzt zu stark ist und pusht, dann muss ich mich erst wieder abbauen, über die Hälfte oder Mitte fahren, um was zu sehen und wieder aufbauen. Wenn unser Team zu schwach ist, dann kommen die Gegner zu mir. Darauf hoffe ich eigentlich. Weil sonst kriege ich hier auf der Karte nichts. Aber wirklich nichts. Ja, er haut sich weg. Bots in WoT. Man hat es gerade live gesehen. Unser Scout ist erstmal unten am Strand. Auch wichtig. Man darf ja nicht vergessen, hier historisch korrekt zu spielen. Oh, Alter, der Zendu jetzt, ey. Schöner YOLO-Prinz. So gefällt mir das. Da kommt T54, du willst doch auch noch mal kriegen, oder? So, ich glaube, mein Plan, dass der Gegner oben durchdrückt, wird funktionieren. Die Frage ist aber nur, ob die dann auch wirklich genug haben, dass die aufhalten, dass ich hier ein bisschen arbeiten kann noch. Fährt er auch in den Kessel mit rein. Oh Mann, scheiße. Jetzt zieht der Scout da durch. Was? Das habe ich nicht getroffen? Warum nicht? Alter. Das ist jetzt Kacke. Muss auf jeden Fall den Scout noch entschärfen. Langsam. Den muss ich auf jeden Fall noch rausholen. Kumpelblase, Mann, was ist denn jetzt gerade los hier mit meinem Tank? Na? Ich muss den jetzt auf jeden Fall hier noch supporten mit den Plänen. Abbauen. Abbauen und abhauen. Nee, vergiss es, Alter. Vergiss es. Ich kann es noch versuchen, hier ein bisschen Hulda und Clay zu spielen. Go.
kommt doch schon die pushende IS-7. T-54 ist auch noch dahinter. Muss ich zusehen, ja, noch eins hinter zu kommen, weil rechts kommt gleich der Jagdtiger. Ja, nee, E4 sogar. Oh, leck mich. Ja, den juckt es nicht. Genauso wenig wie die IS-7. Ach, Mann, ey. Ha. IS-7 nur eine gedrückt. Ja, und das ist halt, wenn das ganze Team dann unten rumfährt. Ich wollte es eigentlich so haben, aber ich hätte mir eher gewünscht, dass die noch ein wenig länger durchhalten oben. Ja, Patton, IS-7 oben, Typ 5 unten rumgefahren, Alter, E-100 unten rumgefahren. Meine Herren. Und dann sollst du damit gute Runden haben, auf solchen Karten vor allem. Das Overlord ist so eine Karte, die wird der Großteil des Teams nie verstehen irgendwie. Klingt hart, ist aber Tatsache einfach. Ja, Patton sollte jetzt eigentlich hier noch gut arbeiten können. Die IS-7 sollte sich noch was holen können, aber ich glaube, für den Typ 5 ist es eh vorbei und für den... Na gut, der 100 fährt jetzt auf den E4 drauf. Der T-54 ist dort hinten. Der Arti hat nicht überlebt. Ach Mann, ey. Schade. Hätte auf jeden Fall besser laufen können noch, finde ich. Vielleicht hätte ich auch noch weiter mit wegfahren sollen. Weiß man nie so wirklich. So, die IS-7 hat den E4 jetzt raus. Patton hat die IS-7. Ja, läuft. Naja, wir haben unser Bestes versucht. Stehen wir heute unten, ey. Weil wir so wenig Kills haben. Naja. Ich finde trotzdem, wir haben das gut gemacht. 18 Schuss abgegeben, 11 gepennt, 4100 Schaden gemacht, 217 unterstützt, 99 haben wir abgewehrt. Ich denke mal, ihr habt trotzdem einen ganz guten Einblick in den Panzer bekommen. Wie er sich so spielt oder spielen lässt. Ist halt wirklich nicht einfach, die Reihe. Und meiner Meinung nach auch sehr teamabhängig, halt der Panzer. Ist halt schwierig. Im Großen und Ganzen einfach sehr hohes Anforderungsniveau. Also ist jetzt nicht für jedermann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und über den Panzer ein bisschen informiert. Lasst ein Like da und ein Abo, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Reingehauen.